Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. So, wir sammeln erstmal wieder den ganzen Zaster hier ein, die ganzen Münzen. Oh, und hier haben wir nochmal 135 als Belohnung bekommen. Hier können wir direkt noch ein bisschen die Weide sauber machen. So. Und ihr seht, ich habe das Hengstchen schon wieder verkauft und habe dafür schon die Aufgaben eingestrichen. Ja, das habe ich jetzt nicht so gemacht, weil ich wollte gucken, ob wir eventuell heute noch Level 18 schaffen. Ich glaube es momentan noch nicht, denn da fehlt schon noch das ein oder andere bisschen. Müssen wir gleich mal gucken, was wir gerade für Aufgaben haben. So, hier erstmal wieder ein bisschen was raus verkaufen. Das hier können wir auch noch verkaufen. Alles muss raus. So. Warum kann ich hier keine Möhrchen einsammeln? Toll. Irgendwie sind die Felder bei mir verbuggt. Ich werde einfach gerade mal einen kurzen Cut machen und nochmal neu einloggen, in der Hoffnung, dass es dann wieder funktioniert. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder zurück. Und jetzt kann ich auch die Möhrchen einsammeln. Jetzt ist wieder alles gut hier. Wieder alles am Lot auf meinen Feldern. Im Lot. Nicht am Lot. Alles im Lot auf dem Boot. Alles im Butter auf dem Kutter. So. Möhrchen. Möhrchen. Von was war das nochmal? War es Captain Blaubeer? Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. So. Ich würde sagen, wir füttern erstmal unsere kleine Trixie. Ach, verflixt, wir haben kein Gras mehr. Das ist jetzt natürlich doof. Gut, dann füttern wir eben unsere liebe Aerith. Das ist doch auch mal eine Möglichkeit hier. So, wenn ihr es übrigens richtig verstanden habt, dann bekommt man das mystische Pferd, wenn man auf Anhieb ein Elite-Pferd rausbekommen hat. Aerith war ja eigentlich auf Anhieb ein Elite-Pferd. Bei der ersten reinrassigen Verpaarung kam sie direkt raus. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ob ich das jetzt so richtig verstanden habe, es kann auch gut sein, dass ich wieder dämlich bin. Wäre ja nicht das erste Mal bei mir. Ich bin auch schon am Überlegen, was ich denn als nächstes dann mal züchten könnte. Ich war ja jetzt auch mal dran mit den American Indians, aber ich finde auch den Anglo-Normann, finde ich auch durchaus interessant. Denn wir haben ja schon gesehen, da gibt es einen ganz tollen Rappen von. So, ich würde sagen, Claire füttern wir auch nochmal. 10-mal Mais, ja, die geht langsam auch auf Level 10 zu, die gute. Hm, schmeckt es dir? Wenn du schon so viel Mais wegfrisst, dann muss es dir auch schmecken. 13 Erfahrungspunkte hat es nur gegeben. Wie bitte? Für so viel Mais? Ja Mensch, jetzt werden wir aber verschwenderisch. Nee, nee, nee. Nee, falsch, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte ins Horsepedia reingucken. Was haben wir denn hier? Den Anglo-Normannen können wir züchten aus Bretone und Ardenner. Den Ardenner hätten wir. Wir bräuchten einen Bretonen. Einen Hengst. Dann könnten wir auch einen Rocky Mountain noch züchten. Das geht aus American Indian, haben wir nicht. Und Hackney haben wir auch nicht. American Indian und Missouri Foxtrotter. Würde auch gehen. Ich bin ja am Hackney interessiert. Dafür bräuchte ich einen Tennessee Walker, haben wir nicht. Andalusia Canadian. Upsala, da wollte ich gar nicht hin. Wir haben einen Hengst. Wir haben einen Canadian-Hengst. Das heißt, wir bräuchten ein Andalusia-Stütchen. Ein Andalusia-Stütchen. Wer von euch hat einen Andalusia? Ich würde sagen, wir besuchen jetzt schon mal hier zu Anfang der Folge wen. Und ich sehe schon, Mensch, die Chantal, die hat gut aufgeholt. Und das wäre jetzt auch die nächste gewesen, die drankommt. Das heißt, wir schauen mal bei der Chantal vorbei. Vielleicht haben wir ja bei ihr Glück. Ich weiß, mir hatte jetzt jemand geschrieben, dass ich ja bei ihr vorbeischauen kann, wenn ich einen Hackney züchten möchte. Aber ich weiß leider nicht mehr, wie dein Name hier war. So.
Die Gute möchte überall hier Hilfe haben. So. Mach mal doch glatt. Haben wir sogar noch ein paar Möhrchen für eingestrichen. Auf jeden Fall zwei American Indians haben wir hier. Ein Missouri Foxtrotter und du züchtest gerade wieder. Das mit dem Weg hier gefällt mir übrigens auch sehr gut. Eine schöne große Weide hast du schon. Schauen wir mal noch bei dir in Deauville vorbei. So. Ah, hier ist ein Bretone. Und eben der Anglo-Nummer, ne? Der Rappe, den ich meinte. Wow. Und das auf selten. Mit goldener Ausdauer und bronzenem Sprung. Das ist schon krass. So, was haben wir hier? Noch einen Anglo-Norman haben wir hier. Ach nee, Bienenwaben? Okay. Interessant. Ja, es gefällt mir auch sehr gut hier schon bei dir. Mit den Apfelbäumchen. Sehr, sehr schick. So, ich schreibe das hier mal gerade auf. Dann können wir auch noch einen besuchen eigentlich. Ach nee, ich muss ja noch ein Rennen machen hier heute. So, ich schreibe mir jetzt mal auf. Chantal. Und einen Pfeil nach oben. Dafür, dass ich dich von oben von der Liste geholt habe, von den Leveln. Schick hast du es auf jeden Fall bei dir. Doch, gefällt mir. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mit unserer kleinen Maus mit Aerith mal wieder auf die Piste nach Australien. Da hätte ich jetzt gerade gar nicht nach Montana wechseln müssen, aber egal. Und dann gucken wir mal, ob wir immer noch ein Item mehr verpassen. Wir können sie jetzt auch nochmal füttern. Kriegen wir damit vielleicht noch ein Level hin? Unwahrscheinlich, aber egal, wir füttern sie trotzdem noch eben. So, zack, 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 zack. 9 Getreide hier. Die Kleine weiß, was sie will. 22 Erfahrungspunkte haben wir da für sie bekommen. Was haben wir noch an Aufgaben? Ja, hatten wir immer noch nicht. Ein Pferd auf Stufe 7 aufziehen, das ist jetzt auch nicht so das Problem dann. Stall der Stufe 3 in Deauville, kaufe eine Stute, besuche 5 Ranches von Freunden. Besitze 2 Bäckereien in Deauville. Warte mal, wir haben doch hier noch ein Plätzchen frei. Andalusia, sogar ein Stütchen. Rio. Finde ich jetzt nicht den passendsten Namen. Aber die kaufen wir jetzt einfach mal. Weil dann haben wir nämlich unser Andalusia-Stütchen, was wir brauchen. Canadian haben wir ja bereits. Dann haben wir nämlich die Aufgabe hier abgeschlossen. Jetzt muss ich nur schauen. Ich müsste die dann ja, glaube ich, nach Frankreich verfrachten, um damit ihr zu züchten. Das heißt, da muss ich wieder ein bisschen mit der Pferdeoase spielen, um Platz zu schaffen. Wieder ein bisschen logistisch die Pferde hin und her schieben. Aber erstmal muss ja jetzt die Kleine auf Level 5 gebracht werden. Ich versuche jetzt hier wirklich in dem Spiel nicht nur auf putzig und sowas. Ich versuche hier eben wirklich auch auf effektiv zu spielen und die Aufgaben abzuschließen, um im Level hochzukommen. Dede. So. Jetzt hat sie schon gar nicht mehr weit bis Level 3. Vielleicht können wir sie noch einmal füttern und dann machen wir uns dann auf den Weg nach Australien. Oh, 3 Gras haben wir noch. Sehr gut. Ja, ich muss echt wieder mehr Gras anbauen hier. 2 kleine putzige Erfahrungspünktchen hat es gegeben. Gut, okay, komm. Das Getreide warten wir noch ab. Vielleicht kriegen wir sie ja noch auf 3. Alle guten Dinge sind 3. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Nee, 4 Punkte. Das heißt, es fehlt noch genau 3. Egal. Das soll jetzt erstmal reichen für heute. Ab nach Australien in den Outback. Betreten mit, wo ist sie denn? Mit Aerith. So, Start. Was nehmen wir denn mit? Ich würde sagen, wir nehmen ja das mit, was uns schützt. Das ist momentan leider alles, was uns hier wirklich was bringt, beziehungsweise auch was wir nehmen können. Damit Level 7 schalten wir erst die nächste mögliche Verbesserung frei. Toll, da habe ich es direkt erstmal versaubeutelt. Da hätte ich nicht springen dürfen.
Naja, nicht so schlimm. Nein, nein, nein. Oh Gott, da habe ich jetzt gerade natürlich leider sehr viele Münzen verloren. Guck mal hier, wie die mich veräppeln. Lassen mich kurz vor dem Sprung noch springen, sodass ich dann wieder aufkomme, wenn ich definitiv keinen weiteren Sprung mehr schaffe. Ihr seht, da mussten wir jetzt gerade springen. Hier müssen wir auch springen. Also es ist tatsächlich, gibt es hier unterschiedliche dieser Grenze. Da muss man ein bisschen die Augen offen halten. Ja, ich fahre das jetzt mal, führe das jetzt nicht fort. Auch wenn es nur 4 Diamanten gekostet hätte, haben wir es eben heute nicht ganz so weit geschafft. Aber die Leistung war anscheinend trotzdem okay, wenn der Screen hier kommt. An welchem Platz bin ich denn hier? Na, guck mal da, auf 8 von 9. Oh Mann, ich bin ja Meister. Oh je, Mene. Gut, dann würde ich sagen, ist jetzt hier unsere nächste Aufgabe, unser Andalusia-Stütchen auf Level 5 zu bekommen und mit ihr und Donut den Versuch zu starten, ein Hackney zu züchten. Ich bin gespannt, ob es klappt und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge Horsehaven wieder. Also, Lieben, bis dahin. Tschüss.